Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei Wir probieren, heute mit Kofola. Genau, Kofola wurde gespendet vom Fan Bruno. Herzlichen Dank dafür. War Bruno nicht einer der Top 4? Bruno bei Top 4? Was meinst du jetzt genau? Pokémon. Bruno? Oder wie hieß der? Ich weiß nicht, was du meinst. Okay. Ach doch, die Top... Ach du Scheiße, ja, das kann sein. Das ist zu lange her bei mir. Aber ich weiß, was du meinst, ja. Egal. Zurück zu den Getränken. Weg von von Pokémon. Genau. Number one Czechoslovak traditional love cola. Love cola. Ja. Mit Crema. Ja, mit Crema. Mhm. Was ich hier recht cool finde, dass ist die... Used old look. Genau, dass die... Also erstens ist das alte Design von Kofola, aber die haben eben nicht, wie viele das machen, wie das zum Beispiel Brand Zwieback macht, oder heißt der Brand? Ja. Zwieback und so weiter, oder Persil und so weiter. Warte, ich schau mal in die Küche. Er heißt Brand. Nee, dass die zwar das alte Logo benutzen und so weiter, dass dann aber trotzdem druckfrisch aussieht und meistens noch draufsteht, Edition sowieso und so weiter. Ja, ja. Und hier sieht es durch diesen Used-Look auch so wirklich aus, als wäre das Ding da jetzt 50 Jahre alt. 50 Jahre im Keller gestanden. Ja, das finde ich cool. Die ziehen es durch, wie gesagt. Ja. Wenn alt, dann alt. Ne? Genau. Und sagen wir so, in Tschechien gibt es, soweit ich weiß, ganz, ganz wenige Soda-Hersteller. Also es sind, glaube ich, 3 oder 4 Großkonzerne, die alles herstellen. Also auch die lizenzierten Produkte für andere. Ja, Pepsi ist ganz groß mit dabei und so weiter und Coca-Cola und so weiter. Und die stellen fast alles her. Und also sagen wir so, die haben einen recht schmalen Markt. Da gibt es eigentlich fast nichts. Ja, es gibt viele No-Name-Produkte. Wahrscheinlich das, was es gibt, das schmeckt alles gleich. Ja, es gibt viele No-Name-Produkte, aber das sind ja auch alles nur Ableger der Großen, ja, die es halt für billiger verkaufen. Ja. Und das ist wirklich einer der unabhängigen, sag ich mal. Natürlich, klar, spielt da irgendwo auch irgendwas Großes mit. Aber das ist jetzt, sagen wir mal, irgendwas, was, sagen wir mal, neben Pepsi und so weiter auch noch existiert. Was mir gerade auffällt, wenn du so von Weitem drauf guckst, siehst du diese orangen Zeichen. Das sind nicht irgendwie ein Chemieunterricht, wenn du diese Gefahrensymbole unten hast. Ne? Naja, das ist auch genau, ein bisschen kaputt. Das ist auch genau diese Farbe. Ne? Gell? Das sieht so, wenn du so drauf guckst, oh Gott, was zieh ich mir da jetzt rein? Umweltschädigend, reizend, Uxun, genau. So. Cola? Nee. Nicht? Riecht weitestgehend auch wieder neutral, hat ein leichtes... Was Zimtiges. Ja, erstens das, hat auch ein leichtes Röstaroma, finde ich, und ein bisschen kurz was vor Kaffee. Und ein bisschen was vor Zitrone. Ja, vor Zitrone, ich merke keine Zitrone jetzt. Nicht? Aber die Röstaromen, ne? Aber es ist leicht sauer. Also leicht? Schon. Also schon leicht bis mittelschwer. Aber das Zimtige ist noch da. Also es ist Cola, ganz kurz, so kurz Cola. Ganz kurz ist Cola. Dann ist es immer säuerlicher. Dann ist es eine säuerliche Zitronenlimo, also nicht wie Sprite, sondern wirklich was Säuerliches. Und dann hinten raus geht es wieder in dieses zintige, Kardamom-ähnliche. Und dann, ja, und dann... Dann kommt das Röstaroma. Dann kommt, es kommt kein Kaffeegeschmack, aber es kommt Röstaroma. Ohne Kaffee. Ist interessant. Es ist jetzt nichts Außergewöhnliches, würde ich sagen. Und zwar also, Gewürze am Ende ist voll lebkuchenartig. Ja, ja. Es gibt ja bei Colas immer mit Gewürzen, Nelken und so weiter, aber die haben normalerweise nicht dieses Lebkuchen-Feeling. Ja, ja. Die hat das. Also mit nichts Außergewöhnliches meine ich jetzt nicht, dass es nicht einzigartig ist. Das ist auf jeden Fall. Aber es ist jetzt nichts, was mich so dermaßen vom Hocker haut. Aber interessant. Es ist interessant. Aber klassische Supermarktfrage, wenn ich da das stehen sehe und dann noch andere, nein, hole ich es nicht. Ich hole mir die Hatschi, die daneben steht, oder die Gleko. Die ja immer daneben steht, genauso wie die Fendimens, die auch immer daneben steht. Genau, steht die immer, weil wir sind ja in unserem imaginären Supermarkt, wo es alles gibt. Und was nehme ich da? Fanta Pink! Was nehme ich da? Fanta Pink!
Und wenn ihr daheim noch irgendwie 13 Jahre alte Dosen daheim habt, die voll sind, ich kaufe die ab, ist mir egal, was die kosten, ich sauf die auch leer. Das war so ein geiler Scheiß. What do you think I painted? I painted Jar Jar. Anyway, genau. Zurück zum Thema. Ja, interessant, aber das bleibt halt auch. Design geil, will ich gern bei vielen anderen Sachen haben. Cola, nein. Cola eher nicht, aber ich finde es dann gut, dass sie sich, wenn abgrenzen, dann richtig. Ja, die ziehen sie wenigstens durch, ja. Mhm. Aber ich würde es trotzdem nicht mal Cola nennen. Ja. Weil sie nennen sie eigentlich auch nicht Cola, wenn man es genau nennt. Sie nennen es ja Co-Cola. Aber unten steht Love Cola. Ja, aber ich glaube, es wurde auch erst nachträglich so irgendwann. Wahrscheinlich. Ja, das ist ja meistens so, dass diese, sagen wir so, in Kuba und so weiter, in anderen Ländern, wo es Coca-Cola erstmal nicht gab, mittlerweile gibt es wahrscheinlich doch, aber in diesen Ländern, wo es Cola erstmal nicht gab oder verboten wurde oder warum auch immer, gab es ja auch solche Cola-Ersatzgetränke, die auch null nach Cola geschmeckt haben, aber die Leute hatten ja, sagen wir mal so, auch keinen Vergleichswert. Und dadurch, zum Beispiel Inka-Cola ist so ein klassisches Beispiel, was einfach nur nach Kaugummi schmeckt. Ja, von daher, ich denke mal, das wird hier auch irgendwo sowas sein. Also ich würde aber auf jeden Fall sagen, probiert es mal. Also genau, es könnte schon euren Geschmack treffen. Genau, findet ihr teilweise in der Nähe der tschechischen Grenze. Ansonsten online kriegt man es relativ leicht. Ja. Ja. Zwar dann eher in der Plastikflasche, nicht in der Glasflasche, aber nichtsdestotrotz, man kommt an den Geschmack schon ran. Probiert es mal aus. Probiert es mal aus, in diesem Sinne. Adios. Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei Wir probieren heute mit Co-Fola, Alter. Co-Fola wurde Warte mal, ist der Ton an? Ist der Ton an? Warte mal, ist der Ton an? Ja, der Ton ist an. Herrlich, Toni. Sorry, aber alles gut. Lieber mit als ohne. Mhm.